Welcome back zu mein ja neues Let's Play. Dieses Mal mit dem Gast, also okay. Mit einem Gast einmal heißt er Dein Dimensio Winner und dennoch Kirby Winner oder so. Hab es genau. Nicht ganz gemerkt, tut mir leid. Ja, ich bin Kirby Winner. In letzten Part haben wir schon mal ein paar Quests gemacht, wie ihr sehen könnt. Ja, und dieses Mal werden wir die anderen Quests erledigen, die wir noch machen müssen. Ja, für die anderen Quests brauchen wir keine Späne. Das haben also die Viecher mit die Mana haben. Wie der Name Kanaspanz schon sagt. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Dieses Mal mit nicht mit Ladida. Weil er ihn halt gerade keine Zeit hat. Ja. Schade. Was kann man noch groß dazu sagen? Wir müssen Bäume töten, müssen drei Sachen von Solinas oder wie der heißt Roland. Müssen zu einem Schrein gehen. Müssen da, ja. Müssen ihn kurz mal anklicken. Und das ist schon die ganzen Quests, die wir haben. Grob überflogen. Also hier ist das eine Teil, was wir holen müssen. Das andere ist etwas weiter weg. Ja, und diesen Part muss ich mal wieder Primadonna machen, weil ich vergessen habe, mir die Uhr anzumachen. Ach so. Weil mir öfters passiert, aber es ist nicht schlimm. Ich weiß ungefähr, wie lange wir spielen müssen. Also, wir haben noch ungefähr, ja, ich sag mal, 8 Minuten. Dann ist es 59, ja. Und dann beginnen wir auch schon mal ein Team, oder wir nehmen einfach mal Team, so wie mit dem nächsten Part. Also, wann er dabei sein wird, natürlich nur. Ja, gerne. Ich kann mich leider nur nicht so viel mit World of Warcraft aus. Ist nicht schlimm, kennt Ladi da sich auch nicht. Und dennoch macht er mit, weil es ihnen einfach Spaß macht. Ja, mir eigentlich auch gerade. Ich gucke gespannt zu. Ich habe außerdem das falsche Viech anvisiert. Passiert mir manchmal, tut mir leid. Weil die Bäume sehen wirklich zu gleich aus. Ah, nicht so schlimm. Für mich ist Baum Baum, mehr nicht. Ja, für mich eigentlich auch. Merken, die mit den roten Blättern muss ich gehen, die anderen noch nicht. Die kommen erst in einer späteren Quest. Also ich könnte das ganze Kämpfen noch abkürzen, indem ich einfach so die Mana-Gewürm gehe. Also, da ist diese Mana-Viecher vom letzten Part. Bloß, dann werde ich weniger LP kriegen. Und weil ich eben halt schnell leveln will, für neue Zauber und das alles, ja, muss ich eben halt den längeren Weg gehen. Aber seht es positiv, so wie wir diese Quest abgeben, holen, oder... Die mal fragte ich erstmal, soll ich mir jetzt den Wichtel holen oder später? Hol den. Was ist denn jetzt eigentlich besser? Hol den dir doch vielleicht jetzt schon. Ja, dann würde ich mehr Damage machen, weil er würde mit angreifen. Ja. Auf jeden Fall, die Robe haben wir wahrscheinlich, hoffentlich, nicht mehr lang. Und ich sag jetzt schon mal, ich werde weder mit ACC spielen, also accountgebundene Gegenstände, noch werde ich andere Hilfen von meinen anderen Schars, also meinen anderen Schar, annehmen. Das heißt, ich werde komplett mit denen alles alleine machen. Nicht so wie andere. Gedenken an. Ich sag's ungern, aber alle Details fallen. Deine Let's Plays sind zwar sehr, sehr cool, bloß, ja, wenig informativ, weil du eben halt, finde ich, zumindest das ist meine freie Meinung, weil er eben halt, oder du, ich weiß ja nicht, ob du das dir anguckst, ja, ACC ist und das benutzt und deswegen weniger Rüstung sein kannst. Weltweise. Also das ist meine freie Meinung, ihr könnt mich dafür hassen, was ihr wollt, bloß die ist so, die bleibt so, die werde ich und die wird sich auch nicht ändern. Ja, die werde ich auch nicht ändern. Ja, da ist ein anderer Spieler, Level 1. Ui, wie viele Level bist du? Ich bin Level 3.
Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Yay, jetzt haben wir einen neuen Zauber erlernt, den wir gleich mal benutzen. So. Oh, cool. Was bewirkt der jetzt? Gucken. Mhm. Also das ist unser Wichtel, der heißt Yub Tai. Die haben immer so welche Namen, nicht wundern. Ja, die Quest geben wir noch nicht ab. Erstmal machen wir weiter. Und du wurdest angeschrieben. Ich wurde angeschrieben. Bloß, das stört mich jetzt so für ein paar Minuten nicht, weil ich mitten in einem Let's Play bin. Ja, und wann ich mal durchdrehe oder es den Anschein hat, dass ich durchdrehe, ist das so völlig normal. Also eigentlich rege ich mich fast nie auf, aber wann ich mich aufrege, hat es wirklich schon einen Grund. Ein ziemlich derben Grund. Also, wann ich mich aufrege, nicht beachten, einfach übersehen. Ja, und werde mein Wichtel mit angreifen, könntet ihr sehen, was für Zauber er kann. Bloß er greift nicht an. Oh Gott, ich habe ihn noch falsch eingestellt. Ach so. Jetzt helf mir doch mal, du scheiß Wichtel. Los, komm. Feuerblitz. Geht doch. Oh. Mistvieh, jetzt hasse ich den Wichtel zum Beispiel. Und ich reg mich zum Teil auf, weil er mir nicht geholfen hat. Muss ich wirklich? So, da er, wie ihr sehen könnt, schießt er mit Feuerbällen. Das ist eigentlich sehr hilfreich, weil... Ja. Will er nicht so, wie er eigentlich sollte. So. Jetzt habe ich ihnen so gesagt, wann ich sie angreife oder sie mich angreifen, ist er aggressiv eingestellt. Das heißt, ja, dass er jetzt mehr angreift. Cool. Und er tut immer noch nichts. Ich hasse dieses Viech. Entweder ist er zu faul oder er hat keine Lust. Auf jeden Fall sehen wir drüber hinweg. Ist ein kleiner Fehlstand mit ihm und mir. Kann man auch nichts dran ändern. Ja, wir haben nur noch zwei Sachen, die wir tun müssen, die... Wahrscheinlich schaffen wir diese ganzen Quest, diesen Part noch. Cool. Ja, und wann wir das schaffen, bin ich froh, weil dann haben wir nächsten Part weniger zu laufen. Ja, hier ist das ist der letzte Gegenstand, die Rolle der Geißelmagie. Zu der Geißel, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, Arthas böse. Er ist der Herrscher der Geißel. Eigentlich war er mal ein ganz... netter Prinz, aber weil er so ein merkwürdiges Schwert an einem Frostmon bekommen hat, ja, da dieses Schwert ist das Böse gewesen. So wurde er aus dem Lichtkönig, also der oberste Bösewicht, den es gibt. Ja, und den, der ist böse. Ende. Und ich hasse dieses Viech. Bald werde ich es wirklich nicht mehr benutzen. Ja, und ich sag's ungenau, aber hier machen wir mal Schluss. Bis bald und ciao.